Morgen, meine Freunde, wir haben's. Oh, wir haben's 10 vor 7. Ich muss gleich los. Das ist mein Meal Prep, quasi mein Frühstück, was ich mitnehme. Das sind 250 Gramm Beeren, 230 Gramm ungefähr Bananen, 200 Gramm Hafer, was sage ich immer, Dinkelflocken. Dann habe ich hier noch Whey, was ich da immer nochmal zusätzlich mit rein tue. Mein Haferdrink, also mein Milchersatz und meine Supplements, die ich auch mitnehme, die esse ich, beziehungsweise haue ich mir erst rein, wenn ich was im Magen habe, weil vor allem Zink ja, schwer auf dem Magen liegt, auf nüchternen Magen. Und das ist eigentlich mein klassisches Frühstück, sage ich mal, wenn ich es mitnehme. Also ich esse ungefähr eine Stunde bis 2 Stunden, also jetzt noch überhaupt noch gar nichts. Leeren Magen, trinke viel. Wenn man viel trinkt, ist es bei mir halt so, es füllt den Magen und ja, sättigt nicht wirklich, aber ja, man hat nicht unbedingt so ein großes Hungergefühl. Und dann geht es heute nochmal ins Gym mit dem Fitness-Eugen, heute im späten Nachmittag, und dann schalte ich später nochmal rein, wenn ich Mittag esse. Boah, ich bin jetzt extra nochmal runtergerannt, weil ich meine Kamera im Auto vergessen habe. Ich habe Feierabend. Wir haben es jetzt 14:55 Uhr und bin ein bisschen außer Atem. Cardio läuft nicht. Und ich habe mir was zu essen gemacht. Nein, Spaß. Geholt. Schreibt in die Kommentare, was ihr denkt, was das ist, beziehungsweise woher ich das habe. Cashewnüsse, Gemüse, Hähnchen, Rice. Und nicht YouTube, sondern Programm. Denn der Eugen kommt gleich und ich wollte ihm seinen Rechner ein bisschen fit machen. Da er aktuell noch mit Movie Maker schneidet, wollte ich ihm ein anderes Programm zukommen lassen. Das quasi, womit ich schneide. Und ja, da bin ich jetzt dabei, das kurz fertig zu machen. Sein Laptop liegt hier irgendwo schon, da hinten. Den hat er nämlich am Samstag hier gelassen. Er ist jetzt gerade auf dem Weg quasi zu mir. Und dann, ja, entspannen wir noch mal kurz. Ich esse noch mal auf Verdau. Er hat auch gerade wohl gegessen. Und dann ziehen wir los ins Beintraining, glaube ich. Also wir haben Beintraining abgesprochen. Mal schauen, worauf er Bock hat oder auch nicht. Und dann melde ich mich gleich nochmal wieder, wenn ich diese gute Portion aufgegessen habe. So, der Eugen hat den Weg zu mir gefunden. Ja, war schwer. Google Maps hat nicht geholfen. Kein Shoutout an Google Maps. Ja, jetzt hauen wir nochmal das Schnittprogramm bei ihm auf den Rechner. Und dann machen wir Beine. Ja. Beine, ne? Beine. Ich bin irgendwie nicht so motiviert. Ist den ganzen Tag gearbeitet, du warst Schule, ne? Du hast aber Ja. auch, glaube ich, nicht mehr geschlafen als ich, ne? Nee, Mann, ich bin dann gegen 0 gepennt, Irgendwie ich auch, gegen 12:30 und dann bin ich um 6 hoch. Nee, ja. nee, was erzähl ich denn? Um 6:30. Ich bin um 7. Um 7, Alter. Na gut. Also Beine, Leg Day wird nicht geskippt, scheißegal. Wobei, ihr habt bei mir sogar das letzte Mal Leg Day gesehen. Scheiße, eigentlich ist es bescheuert, wieder Beine zu War trainieren. Pull, Mann. Ich war Pull sogar dabei. Aber wir haben immer Pull, wir Wir haben trainieren. immer Pull, ne? Brust haben wir noch nicht zusammen trainiert, aber wir haben letztens Brust gehabt. Guckt, also wir haben extremes System und Trainingssystem 2.0. Wir trainieren einfach irgendwas nach Feeling. Nein, mir geht es einfach darum, dass ich jede meiner Einheiten aus meinem Vierersplit trainiere. In welcher Reihenfolge ist mir eigentlich mehr oder weniger meistens egal. Hauptsache, ich habe halt in hintereinander folgenden 4 Tagen, wenn es beruflich passt, einfach Schulter, Arme, Beine, Rücken und Brust. Wobei bei Pull hast du ja Rücken, Bizeps und Ja. Brust, Schulter, Trizeps. Das wäre Brust so zusammen zu trainieren eigentlich blöd. Ach, wir können das auch spontan machen. Ja, Beine würde auch Ja, gehen, Beine. aber wann hast du das Beine. letzte Mal Beine reingestellt? Jetzt das letzte Video. Das scheint mit Oskar, wo ich doch Oskar getroffen Ach habe ja, am stimmt. Mittwoch. Was war verdammt lange her, Digga.
Das ist Mittwoch, ne, eine Woche. Ja, Beine müssen Beine. Heute ist Leg Day. Schalten wir gleich nochmal rein. Ja, kommt durch. Ein anderes Video. Ja, nein, ich lade das aktuell hoch, weil wir brauchen Content. Ja, Leute, dann schalte ich gleich nochmal rein. Und jetzt ein langer Pass auf den Joystick. Ja, jetzt haben wir Torschießen. Ja, Sergio Biscuits. Oh, lauf, Junge. Ja, Mann! Liebe Jascha, der unseren Kaffee holt, weil wir so hart fertig sind. Ich war das kleine Motivationsloch heute, aber es muss ja weitergehen und durch den Kaffee wieder ein bisschen in den Schwung kommen und na dann kommt der Junge auch schon. Muschi, halt mal. Alter. Digga, nicht umkippen. Alter, alles aus. Du musst auf Video. Du musst auf YouTube. Video? Achso, du hast einen Zoom drin, Mann. Warum zoomst du denn? Damit man dein Gesicht besser sieht. Hallo? Wir zwirbeln uns jetzt Kaffee rein. Ja, das ist unglaublich, ne? Also no hate gegen die Dame gerade eben. Aber ich guck dir gerade nicht ins Gesicht und hab nur ihre Stimme gehört. Und man denkt so über die Stimme aus, denkst du, oh mein Gott, Traumfrau. Mhm. Kennst du das? Ja. Guckst du an? Ja gut, sie ist nicht hardcore hässlich, so ist auch nichts los, so Mensch. Ich bin jetzt nicht so ein kleiner Hater, der so ein Hater, aber ist halt heftig, ne? Was ja. So Gehör ausmacht. Kann ich schon in die Stimme verlieben. Ja. Aber in das Aussehen sich abschrecken lassen. Genau. Heftig. So, wir ballern uns jetzt ein Espresso rein. Ich habe da Zucker reingemacht für die schnellen Carbs. Ja. Ohne Spaß. Was geht bei dir? Und sind wir motiviert? Leider Beine nicht. Muss, Digga. Beine muss. Beine muss. Jetzt ziehen wir uns ein bisschen Mucke rein. Jetzt ziehen wir uns da rein. Ja, ich hab was an. Wollte was anmachen. Andern ging nicht. Läuft das? Nein, was jetzt an. Play drin. Und dann geht's ab in Leg Day. Oscar-Style. Oscar infiziert meine Videos. Attacki. But honestly, you've gotta know that this ain't living. But we could run from Elysium and let it burn. Let it. Gotta know nothing lasts myself. I never thought that this would
be our end, but it's nothing new. In my lover's honesty, I can push it back down if I have to. If you want me to, 'cause we can run, and we can. Tell me now, what's left to lose if we run? If we run, if we run forever. Seine Karte mit irgendeinem Philipp vertauscht, denn wir sitzen seit 20 Minuten hier im McFit fest. Ich bin gerade am klären, ob der jetzt die Karte schon länger vertauscht hat oder erst seit kurzem. Er kriegt das Schrank nicht auf und ja, der gute junge Mann oder alte Mann wurde aufgerufen, kommt auch nicht irgendwie ran. Scheinbar ist er schon abgehauen ja, oder gar nicht da. Und was ist los? Ja. Da ging ja wirklich jetzt auf der Sprint. Ja, also hast du die Karte schon die ganze Zeit von ihm? Nein, vermutlich nicht. Er hat wahrscheinlich, ich habe dann euch abgeschlossen, habe das gezogen, hab die hingelegt und er hat sie wahrscheinlich genommen. Ja. Und ich habe dann seine genommen, weil meine da lag. Oh, ätzend. Ich muss eine neue Karte kaufen, ne? Ja. Scheiße, frag mal. Ja, Leute, läuft. Jetzt kannst du nach Hause gehen, essen. Wir haben es 8:45. Sowas passierte gar nicht. Ja, auf jeden Fall. Weiter jetzt. Hat sich das rausgestellt, Eugen. Hat die Karte einfach genommen scheinbar und hatte seine im Schrank und hat mit der Karte von jemand anderem abgeschlossen. Ja, läuft bei dir? Taktik des Jahres. Ja, Beintag ist durch. Ich habe fast geheult heute. War heftig, ich habe ihn hart gequält, er wollte nicht mehr. Aber ja, ich hatte Bock heute das zentrale Nervensystem richtig zu zerstören. Ich hoffe, die Qualität ist gut im Dunkeln. Ich bin gespannt, ich habe glaube ich noch nie im Dunkeln gefilmt. Im Dunkeln bist du gar nicht so schön. Oh, schön. Nur im Hell, nicht? Und was haben wir überhaupt gemacht? Also ihr habt gesehen, dass wir nicht viele Übungen bearbeitet haben. Also unsere Beine nicht mit vielen Übungen. Aber das Volumen war in dem Fall größer, denn wir haben viele Sätze gemacht. Wir haben allein bei den Kniebeugen haben wir 5 gemacht. Und bei der Beinpresse auch 4 bis 5. Das heißt, richtig heavy. Also was heißt heavy nass? Sehe ich so ein Blödsinn, heavy war es nicht, es waren bis zu 12 Wiederholungen. Maximalgewicht war bei 10, 110 und dann auch noch, oh, geiles Licht, mal zieh das rein. Brutal sexy. Und bei der Beinpresse haben wir bis zu 20 Sätze, also heute richtig voll gemacht, bis zum geht nicht mehr. Hat sich geil angefühlt, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, man sieht uns nicht, das ist eine sehr geile Aufnahme. Und ja, dann sehen wir uns gleich nochmal wieder. Eugen verzieht sich gleich, soll ich irgendwo absetzen? Ja, aber gut. Bitte? Ja, aber gut. Ja, und dann setze ich ihn gleich ab und dann sehen wir uns gleich bei mir in der Küche.
So, zu Hause angekommen nun endlich. Wir haben es auch jetzt kurz nach 9. Ich schepper mir jetzt mein Post-Workout-Meal rein, etwas verspätet. Da, ja, wie ihr mitbekommen habt, Eugen die Karte verplant hat. Das sieht wie folgt aus. Das sind jetzt hier, ich mache ein bisschen Licht an, 200 Gramm Reis, Basmati Reis, mit Hähnchenbrustfilet. Das ist eine zusammengemixte Soße quasi aus Creme Fraiche, Low Fat natürlich, Tomatenmark, dann haben wir hier noch ein paar Tomaten und Champignons. Das Ganze zusammengemixt, schnell gemacht. Das schepper ich mir jetzt mal rein. Das Training war geil, also vom Feeling her nochmal, weil das gerade eben so, die Aufnahme war gerade eben so durcheinander. Training war obergeil, hat Spaß gebracht. Studio McFit war natürlich rappelvoll. Und ja, der Trend zum Beintraining und zum Kreuzheben ist, ja, hat sich sehr stark gewandelt, weil ja damals war das doch immer so, dass so das Rack eigentlich immer eher das Gerät oder wie sagt man das Gerät oder der Bereich war, der eher frei geblieben ist. Viele haben natürlich Brustbizeps trainiert, so der Klassiker, aber aktuell merkt man das halt, dass zu Stoßzeiten alles voll ist. Klar, an den Freihandeln ist nochmal ein Ticken mehr, aber ja, sehr viele Leute bevorzugen Kniebeugen. Aktuell war das halt in den, ich würde schon sagen in den Medien, aber ist ja schon richtig, in den, ja, in den Medien, YouTube etc. ja sehr oft nach außen gebracht wird und das ist eine wichtige Übung, das ist es ja auch. Training, wie gesagt, war halt super geil und ja, aktuell bringt es mir riesen Spaß, also das ganze YouTube-Game mit euch, mit den, sage ich mal, paar treuen Followern, die wir haben, diese ganzen, ja, positiven Kommentare, die wir zu unserem Channel bekommen, Arne und ich, dass wir wesentlich mehr Abos verdient haben. Wirklich vielen Dank an den Support, auch wenn er klein ist. Das bedeutet mir und vor allem auch Arne sehr viel. Wir haben letztens darüber gesprochen. Es bringt so umso mehr Spaß. Natürlich gibt es da immer so Einzelfälle, Leute, die ein bisschen haten oder denen einfach, ja, man, ich sag mal ganz blöd, meine Fresse nicht gefällt, was auch in Ordnung ist. Ich bin nicht auf der Welt, um von jedem geliebt zu werden oder gemocht zu werden. Das ist ganz normal. Von daher gehört dazu. Ich finde, diese Beleidigungen etc. müssen es auch nicht sein, aber ja, wenn die Leute meinen, das machen zu müssen, dann müssen sie es machen. Mich juckt das herzlich wenig. Ja, finde den Support von meinen Jungs super geil. Nochmal hier großes Shoutout an Oscar und Eugen, dass die mich so unterstützen. Die haben natürlich ganz klar mehr Reichweite als Arne und ich. Und ja, das in den letzten Tagen, sag ich mal, der ganze Support war richtig enorm. Das hat man den Abonnenten wirklich gespürt. Also prozentual sind die, glaube ich, hatten wir da um 20% gestiegen innerhalb von ein paar Tagen. Also das ist schon nicht ohne und es bringt mehr Spaß, vor allem mit so vielen Freunden zu trainieren, überall wo man ist. Ich gehe ins Felix, ich treffe da Luca, den massiven lieben Kerl, dann gehst du ins andere Studio, da triffst du alte Freunde, mit denen schnackst du, also man hat überall irgendwo neue Leute, man lernt neue Leute kennen, die Community wird immer größer. Es ist halt, ja, wie ein zweites Zuhause, man fühlt sich wohl und ja, ich mache das liebend gerne und ja, freue mich auf die weitere Zeit. Mal schauen, was kommt, ich bin gespannt. Wir haben natürlich viele Sachen im Kopf und ja, haben da auch ein paar Motivationsclips für euch im Kopf mit ein paar mehr Leuten, ein paar mehr YouTubern und mal schauen, was sich daraus ergibt. Wir sind am Ball, wir bleiben am Ball. Und ja, danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Das leckere Essen. Und ja, hoffe, ihr schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Reverse Dieting von Arne oder Barking Mode von Tapir. Und vielleicht erfahrt ihr irgendwann mal, woher ich eigentlich diesen Namen habe. Gut, Leute, danke fürs Anschalten und bis bald.